Hui, willkommen zurück zu Legend of Zelda. A Link to the Past. Nicht Link to the Past, A Link to the Past. Wir haben im letzten Part die Karte gefunden und ich habe meine Voraussage, dass ich die Zeit aus dem Augen verlieren werde, sehr gut eingehalten. Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Und ja, wir haben auch mittlerweile fast alle Herzteile. Uns fehlt nur noch ein einziges und das finden wir erst etwas später. Das heißt, das können wir jetzt noch gar nicht holen. Darum... Ja, müssen wir uns darüber erstmal keine Gedanken machen. Und die letzten beiden Herzcontainer sind auf jeden Fall welche von Bossgegnern aus Dungeons. Darum können wir uns voll und ganz auf unsere Aufgabe konzentrieren. Das Einzige, was ich noch holen möchte, sind die restlichen zwei Pfeil-Upgrades auf 70. Bevor ich den siebten Dungeon mache. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Hier müssen wir uns, glaube ich, beeilen, dass wir uns hier rüberziehen. Ansonsten bricht der Boden zu schnell ein und man kommt da nicht mehr lang, wenn man unten lang laufen würde. Da ist die große Kiste. So. Die Frage ist, wo ist jetzt... Ah, ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich weiß. Dü, dü. Dü, dü. Und... Denn wir hatten nur noch eine Schlüsseltür unten in der linken Ecke des Raumes. Ganz genau hier. Da. Wir haben immer noch einen über. Ja, hier sieht es da. Das ist doch schön. Also, ich meine, das sieht richtig aus. Es ist nicht schön, weil überall Fließbänder sind und dieses Feuer-Totenkopf-Nupsi und Totenköpfe. Ah. Das hat uns jetzt Magie geklaut. Das ist sowas, das kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Noch ein Schlüssel. Mein Gott. Wie viele Schlüssel gibt es denn hier? Ich lege das mal wieder um, weil das habe ich gerade aus Versehen angedrückt, damit es wieder passt, so wie es vorher war. Gibt's hier irgendwas? Au! Echt Angst hier bei diesen Statuen, die sind so fies. So. Gucken wir mal, wo das hier hinführt. Okay. Da ist auf jeden Fall der große Schlüssel drin. Da müssen wir nur noch hinkommen. Und das machen wir vermutlich durch diese Schlüsseltür. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, wir bleiben mal hier in der Tür stehen, denn ich glaube, hier heben sich die Dinger aus dem Boden. Ja. Haben wir mal kurz einen Moment vor Schnaufpause. Autsch! Der erste hat uns eben nicht getroffen, aber der trifft uns jetzt. Das ist natürlich sinnvoll. Au. Au. Okay. Die Hitboxen sind ja anscheinend ein bisschen merkwürdig. Müssen wir überhaupt hier warten bis... Nein, müssen wir natürlich nicht. Was gibt's denn hier? Den Kompass. Das hat sich ja gelohnt. Und was gibt's hier? Na, verdammt! Jetzt müssen wir das nochmal machen. Autsch! Ich habe so ein bisschen das grobe Gefühl, dass wir gleich unsere erste Fee beanspruchen müssen. Ich hoffe mal eher nicht. Aber jetzt wissen wir immerhin, dass wir, glaube ich, den Weg nach unten gar nicht... abwarten müssen. Die Tür ist ja offen, ne? Ja. Dann gehen wir einfach weiter. Darauf warten wir jetzt gar nicht. So. So. Herzen wären halt echt mal schön, ne? Herzen wären echt mal schön. Das ist kein Herz. Das ist auch kein Herz. Ah, aber immerhin Magie. Das ist auch schon mal gut. Ist die schon mal hier wenigstens wieder voll. Da müssen wir uns darüber schon mal keine Gedanken mehr machen. Und hier haben wir das, was ich wollte. Genau. Und hier brauchen wir nämlich auch wieder die Magie. Aber zuerst machen wir die ganzen Dinger hier frei. Den einen Block da unten habe ich nicht gut geschoben. Den hätte ich nach oben schieben müssen, dann wäre der Weg einfacher gewesen. Die Magier spawnen, glaube ich, immer wieder nach. Und die spawnen um uns herum. Das habe ich jetzt auch wieder nicht gut geschoben. So ist besser. So. Und jetzt gucken wir mal.
Na, da ist er wieder. Ich habe eine bessere Idee. Wir nehmen die Lampe dafür, die verbraucht, glaube ich, weniger Magie. Und wir müssen eh nah dran, weil der Weg sonst blockiert ist. So, im Nebenraum, das haben wir jetzt noch nicht gesehen, ist nur gähnende Leere und jetzt bewegt sich da die Wand. Wie wir das schon öfter mal erlebt haben. So. Und jetzt können wir... Na, da sind die Magier gewesen, egal. So, wir können jetzt hier warten, bis die Magier mal eben kommen und mal ein paar von denen umhauen, denn die droppen manchmal doch Herzen. Müssen wir das in das Loch fallen? Ich dachte, das ist irgendwas hier oben, aber anscheinend nicht. Herz. Guck mal, was Sahasrara zu sagen hat. Aber nur, ich bin der Sahasrara. Zünde 4 Fackeln an und der Weg öffnet sich. Ja, wer hätte es gedacht? Schade, immerhin ein Herz. Oh, sogar 4. Naja gut, wir kommen, denke ich mal, auch so ganz gut zurecht. Das wird schon passen. Und fallen einfach mal hinab. Und tatsächlich finden wir hier den großen Schlüssel. Dann würde ich jetzt fast schon sagen, auf direktem Wege hin zur großen Kiste. So schnell wie möglich. Was haben wir hier drin? Ich verstehe. Oh nö! Nö, 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 nö. Oh. Ich fühle mich so hilflos als kleines Häschen, auch wenn ich so süß aussehe, aber das bringt mir leider überhaupt nichts. Das interessiert die Gegner leider herzlich wenig, wie schön ich aussehe. Darum habe ich auch wahrscheinlich pinke Haare, weil Link sich denkt, mir doch egal. Wie ich aussehe, die Gegner hauen mich sowieso kaputt. Ja. Dü, dü, aua. Dü, 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 oh nö. Wir brauchen den Weg da oben, ne? Durch die Schlüsseltür, glaube ich. Ja. Den brauchten wir. Ach, muss der genau jetzt hier lang kommen? Den Hit nehme ich jetzt mit. Besser als zurücklaufen. Nee, das war falsch. Au! Hör auf. Das war falsch. Das heißt... Nimm doch den mittleren Durchgang. Oder den hier. Ist es der? Ja doch, es ist der. Sehr schön. Im Grunde wäre es egal gewesen. Ich glaube, ab dem hier ist es wirklich einfacher. Weil wir hier einfach rüberkommen. Weil wir sonst müssen wir erst von da oben langlaufen. Und wir finden... Den Sumaria-Stab. Er wird dir sehr nützlich sein, wenn du ihn klug einsetzt. Und gut, dass dieses Fensterchen uns gar nicht beschreibt, wie man ihn klug einsetzt. Aber ich kann es euch zeigen. Wir können nämlich mit dem Sumaria-Stab einen Block erschaffen. Und diesen Block können wir hochheben. Wir können ihn werfen. Und wir können ihn, wenn wir die Taste nochmal bedrücken, BÄM, explodieren lassen, dass er 4 Feuerstrahlen abgibt. Zu jeder Seite einen. Und jetzt müssen wir mal kurz überlegen, wo wir jetzt lang müssen. Autsch. Ich glaube, hier oben wollen wir lang, oder? Wollen wir hier lang? Ja, sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Genau. Dann wollen wir nämlich hier hoch. Und dann hier unten lang. Ja, hier wollen wir hin. Hier und nirgends anders wollen wir hin. Nein, Häschen! Klick. Und jetzt sind wir hier bei den Brücken wieder angelangt. An der Tür, die von einer Seite ein großes Schloss hatte und von der anderen Seite ein kleines Schloss. Kurios. Und die lange Brücke führt hinten zu einem weiteren Gang nach unten. In die Dunkelheit hinein. Oh Gott. Wir haben einen Schlüssel. Schnell rein hier.
Was haben wir denn hier? Rubine. Aha. Na gut. Hi. Oh, nö. Nö, 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 nö. Au. Achso, hier müssen wir jetzt zum Beispiel, das können wir jetzt zum Beispiel hier so machen. Aber nicht so. Den Block da... draufschieben. Autsch. Und dann bleibt der Schalter nämlich gedrückt. Das ist ganz praktisch. Ich glaube, da sind Gegner drunter, oder? Nein, sind sie nicht. Okay. Kannst du bitte sterben? Danke. Und du auch. War hier irgendwas? Nein. Dann können wir hier weitergehen. Ich fühle mich gerade ziemlich verletzlich, muss ich sagen. Weil 4 Herzen halt mit unserer aktuellen Rüstung in dem Dungeon hier auch echt nicht viel ist. Ich glaube, wir könnten sogar mit dem Somaria-Stab einen Block erschaffen, um dieses Ding da oben anders zirkulieren zu lassen. Also, dann würde das halt an unserem Block wieder abprallen und zurückschlubbern. Aber das möchte ich jetzt gerade noch nicht ausprobieren. Ah, ich dachte, der fliegt da vielleicht weiter. Nö, tut er nicht. Kann man hier... Ja, kann man. Die Frage ist, bleibt die Bombe an der Wand da liegen? Ja, tut sie. Sehr gut. Was haben wir denn hier? Ein Rubinenraum. Aber nix von Wert. Jetzt ist die Frage. Müssen wir... Müssen wir den umlegen oder nicht? Wir machen das einfach mal. Wo ging es weiter? Hier unten, ne? Ich glaube, unsere erste Fee werden wir gleich auf jeden Fall schon brauchen. So, hier brauchen wir noch eine Bombe. Da kommen kleine schwarze Flubbelchen raus. Ja, da droppen die keine Herzen. Die droppen nämlich gar nichts. Und ich glaube, die spawnen auch immer wieder neu. So, haben wir zumindest schon mal ein bisschen Helligkeit wieder. Ah, ich würde gerade sagen, wir können dann ein bisschen hier bleiben, weil nämlich diese kleinen Schleime nämlich ab und zu Energie droppen können, meine ich. Glaube ich. Bin mir nicht sicher, aber... Na, Magie. Bombe. Das war knapp. Ich hoffe, dass allein, dass wir hier halt ein bisschen warten, führt nicht dazu, dass wir eher noch mehr Energie verlieren. Ha. Na komm, ein Herz wenigstens noch, damit das Piepen aufhört. So. Das ist immerhin schon mal was. Ich glaube, der Schalter muss jetzt so sein. Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Wir gucken mal. Ja, rot muss unten sein. Okay. Jetzt müssen wir uns beeilen. Ja. So, und damit finden wir uns schon vor dem Endboss wieder. Gehen schnell rein. Denn da unten schießt schon wieder einer. Und das ist eine ziemlich, ziemlich komplizierte Sache. Denn der ist ziemlich schwer. Also ich persönlich mag diesen Boss überhaupt nicht. Schießt immer diese kleinen Augen auf uns. Und das Problem ist aber, dass die erstens, ihr seht das gerade, 3 Herzen Schaden machen. Und das große Auge greift uns auch noch an. Immer wenn das aus dem Schleim sozusagen so ein bisschen rauskommt, wird das mit diesem Blitzen angreifen. Ja, und tot. Aber wir haben zum Glück noch Feen. Wir haben zum Glück noch Feen. Mal gucken, wie viele Herzen die aufhören. Entweder 6 oder 8. 8.
Das war knapp. Das ist ja gerade so ein Safe-Spot, oder tue ich mir da irgendwie nur was einreden? Ich müsste das Auge eigentlich rauskommen. Nimm den und den und den und den und den. Hier, friss die Pfeile. Sehr schön, das war's. Hup, 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 hup. Wenn wir das nächste Mal auf Feen treffen, dann müssen wir die auf jeden Fall einpacken. Aber jetzt haben wir erstmal den 6. Kristall gefunden. Fehlt nur noch einer. Avanor, ich danke dir. Du hast mich aus den Klauen der Monster befreit. Ganons Macht allein reichte nicht aus, das Siegel der sieben Weisen zu brechen. Mit Hilfe des Zauberers Aghanim wurden wir sieben Mädchen hierher entführt. Erst durch unsere ererbten Kräfte konnte Ganon das Siegel brechen. Danach schloss er uns in Kristalle ein und verteilte uns auf die Verliese der Schattenwelt. Er wollte nicht glauben, dass du, der wahre Held, so weit kommen würdest. Nun wartet Zelda auf dich im Schildkrötenfelsen. Du musst dich sehr beeilen. Hast du alles verstanden? Ja. Möge der Weg des Helden zum Triforce führen. Das wird er. Zack. Okay. Ich würde sagen, ich nehme mal einmal eben den Zauberspiegel und hoffe, dass ich hier einigermaßen an der passenden Stelle rauskomme. Ja. Das sieht gut aus. Und Flöte einmal. Dann holen wir uns nämlich die restlichen Upgrades noch schnell beim See. Und dann können wir uns auch schon aufmachen zum Schildkrötenfelsen. Ansonsten haben wir nämlich hier echt nichts mehr zu tun. Oder? Doch, 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 doch. Tatsächlich können wir noch was machen. Tatsächlich können wir das. Tatsächlich können wir das. Meine ich zumindest. Wir können gleich mal schauen. Erstmal die beiden Upgrades holen. So. Ich werfe ein paar hinein. 50. So. Jetzt warten, bis es wieder fertig ist. Yep, ich werfe ein paar. Und zwar 50. Mehr Pfeile. Okay, das gab jetzt 10. Okay, gut. Das heißt, wir sind jetzt voll mit Pfeilen. Und können jetzt einmal eben... ich brauche mal kurz meine Flöte. Mal, wo wir kurz hinfliegen können, dass wir einigermaßen nah beim Schloss sind. Ja, das sieht gut aus. Schlupp. So, wir müssen nämlich einmal in die Schattenwelt. Wir müssen aufpassen, der Vogel kommt jetzt gleich wieder. Nee, tut er nicht. Wir können nämlich, wenn er angeflogen kommt, ja, und wenn wir dann weggehen, dann fliegt er uns vorbei und er greift uns nicht. Also wenn wir das Item aus Versehen einsetzen, dann passiert da auch nichts bei. So, in die Schattenwelt hinein. Und jetzt einmal zu unserem Haus. Einmal zum Häuschen. Ich schaffe das noch in diesem Part. Ansonsten überziehe ich eine Minute oder so. Aber das würde ich schon gerne noch schaffen. Und ich mache tatsächlich fiesen Cliffhanger und warte. Je nachdem, ob das überhaupt schon geht. Wir gucken mal. Und geht's schon? Ja. Vielen Dank, leg diese Bombe wo immer du willst. A-Knopf drücken, nur nicht bei mir. Gut, Finger weg vom A-Knopf. Finger weg vom A-Knopf. Das Ding funktioniert, glaube ich, genauso wie dieser kleine... wie die Kiste. Wir dürfen nicht A drücken und wir dürfen nicht rennen und wir dürfen, glaube ich, auch nirgendwo runterspringen. Also A drücken ist ja im Grunde rennen, aber... wir dürfen halt das Ding nicht allein lassen. Darum gehen wir jetzt auf jeden Fall den... langsamen Weg. Obwohl, das ist der einzige Weg zur Pyramide. So.
Und ich glaube tatsächlich, ich werde da einen kleinen Cliffhanger machen, damit ihr erst beim nächsten Part seht, was in dieser Pyramide eigentlich schlummert. Hinter diesem Vorhang, hinter diesem vorzerbrechlichen Dings hier, leg ich die Bombe jetzt mal ab. 3, 2, 2, 1, BAM! Und hier haben wir einen Zugang, aber was ist dahinter? Wir werden es herausfinden. Beim nächsten Part. Bis dahin und ciao!